so ein slimy-wimey-Ding ist, wo man nicht genau weiß. Und dann sind da so Hinterzimmer und dann treffen sich die Leute und man weiß nicht genau, was sie da besprechen. Das ist ja eher Quatsch, so, weil, liebe Leute, ihr könnt da alle auch mitmachen. Hey Leute, das ist Polyvision und heute treffe ich mich mit June, die wahrscheinlich bald die jüngste Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus sein wird. Ich bin hier gerade in Moabit unterwegs und treffe mich mit June gleich am U-Bahnhof Birkenstraße. So einer dieser U-Bahnhöfe, die man als Berliner irgendwann erst später in seinem Leben kennenlernt, wenn man da nicht direkt wohnt. Hallöchen. Herr June, was trinkt man so mittags um 12? Mathe. Du bist jetzt 19, ne? Ja. Bist du aber vor der Wahl noch 20 oder wann bist du 20? Ich hatte im Februar Geburtstag. Okay. Also ich bin erst 19. So, wo gehen wir jetzt gerade genau hin? Wir laufen zum ZKU, das ist das Zentrum für Kunst und Urbanistik. Das ist ein alter Industriebahnhof, den sie ausgebaut haben und drumherum. Das ist ein öffentlicher Park und so ein Gemeinschaftsgärtnerbereich. Das Haus selber, da ist wie so eine Künstler-WG drin, da sind oft Veranstaltungen. Sehr viel Kopfsache, so sich darauf einstellen, dass man dann irgendwie einer von 150 Menschen ist, der dann irgendwie die Entscheidungen in Berlin mittrifft. Weil ich meine, wir haben jetzt, ich glaube, 3,5 Millionen Einwohner in Berlin. Auf 150 Menschen, das ist schon ganz schön krass. Ich sehe das auf der einen Seite sehr positiv, weil das cool ist, Verantwortung zu tragen. Da muss ich jetzt echt was mitmachen. So, und da sind zum Beispiel so Ideen, wo man sagt, ja, das sind Sachen, die ganz nice wären zu haben in Berlin. Da denke ich jetzt viel mehr, ja, lasst uns das mal wirklich machen, weil das ist irgendwie jetzt vielleicht eine Sache, die man dann machen kann. So, wenn man mal in der privilegierten Situation ist, dass man wirklich Sachen mit verändern kann und mit abstimmen kann. Aber was glaubst du, wirst du als Einzelperson wirklich bei diesen Themen bewegen können? Du bist ja Teil einer Fraktion, du bist der Neuling. Was glaubst du, kannst du selbst wirklich machen? Ich glaube, eine Sache, die ich jetzt schon mache, obwohl ich noch nicht mal gewählt bin, ist halt irgendwie Menschen zu ermutigen und zu empowern. Also ich war jetzt bei ganz vielen Schuldiskussionen und habe mit ganz vielen jungen Menschen, die teilweise nur irgendwie 2 oder 1 Jahr jünger sind als ich, geredet und saß dann da als die Politikerin vorne. Wenn die da sehen, okay, da kann eine Person vorne sitzen, die wirkt auch total kompetent wie die anderen, kann da total mitreden und ist irgendwie nur 1 oder 2 Jahre älter als ich. Und wenn ich mich mit der unterhalte, ist das nicht irgendwie, man kann mit der reden und das ist irgendwie auch nett. So, dann... ich glaube, es verändert die Wahrnehmung von Politik. Du willst da 5 Jahre im Abgeordnetenhaus sitzen, Ausschussarbeit, Kompromisse, in der Fraktion sich einigen müssen, dich selbst auch mal zurückstellen, weil es geht um die Grünen und nicht nur um dich. Wie bringst du das zusammen? Also ich meine, in Politik muss man, egal ob man bei einer Initiative ist oder bei einer Jugendorganisation, sei die jetzt parteipolitisch oder nicht, oder in einer Partei, muss man halt immer irgendwie Kompromisse machen. Das ist halt das, was Politik ausmacht, dass man nicht überall immer irgendwie das durchsetzen kann, was man gerade für absolut richtig hält, sondern dass man einen Mittelweg finden muss, der irgendwie für alle okay ist. Und ich glaube, da ist es eigentlich schon sehr angenehm, weil irgendwie eine Partei hat ja irgendwie so ein paar Grundwerte, die alle teilen. Alle Mitglieder sind irgendwie... sind der Meinung, dass Menschenrechte wichtig sind und dass wir irgendwie zum Beispiel bei den Grünen irgendwie, dass Umweltpolitik wichtig ist und dass wir wollen, dass irgendwie die Erde erhalten bleibt und so. Und wenn man so ein paar Grundsachen hat, auf die man sich alle irgendwie besinnen kann, ist das auch eine ganz coole Basis, um daraus zu diskutieren, dass man weiß, okay, so bei vielen Dingen sind wir hier alle irgendwie derselben Meinung, aber die Feinheiten müssen wir noch ausklamüsern. Das braucht natürlich auch trotzdem immer noch die jungen Menschen, die dann in der Partei sich einbringen. So, weil wenn die wegfallen, dann... werden die Positionen noch nicht weiter vertreten. Es geht gerade mehr so Elite gegen den Rest. Ob das jetzt konstruiert ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber in der Gesellschaft haben wir ja schon gerade eine krasse Polarisierung zwischen diesen angeblichen Eliten und auf der anderen Seite das einfache Volk, was mal jetzt auf die Straße geht. Wie glaubst du, kannst du da das erreichen, dass die Leute, die eigentlich die Schnauze voll haben von den Parteien, irgendwie wieder auf Vertrauen bekommen in die Parlamente, in die Parteien? Ich glaube, ein großes Problem von Parteienpolitik und von unserer repräsentativen Demokratie gerade ist, dass wir, dass es einfach so ist und dass es gibt alle 5 oder 4 Jahre halt Wahl, aber man weiß nicht so richtig, wie sind eigentlich die Prozesse. Wenn es überhaupt Politikkurse gibt an Schulen, dann werden da wirklich nur die Basics behandelt oder so. Und
ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie läuft das eigentlich mit einer BVV? So, wie kann ich eigentlich einen Bürgerantrag stellen? Was ist das überhaupt? So, also egal, ob es jetzt bei einer Partei ist oder dann direkt beim Parlament, das ganz viel verworren ist und ganz viele Menschen gar nicht wissen, wie läuft das eigentlich ab? Und aus diesem Nicht-Wissen von den Dingen, was halt auch was mit Transparenz zu tun hat, weil natürlich kann man irgendwie die Informationen irgendwann bekommen, wenn man sich irgendwie 10 Stunden hinsetzt und irgendwie Wikipedia-Artikel liest und irgendwie die aktuellen Positionen durchliest und dann kriegt man einen Überblick. Aber das ist auch eine Sache, eine Aufgabe von Politik, dass ich glaube, die müssen das viel zugänglicher machen und zeigen, okay, so läuft es konkret ab. Wenn ein Gesetz gemacht wird, dann funktioniert das so und so. Und das ist nicht irgendwie was, was so ein slimy-wimy-Ding ist, wo man nicht genau weiß, und dann sind da so Hinterzimmer und dann treffen sich die Leute und man weiß nicht genau, was sie da besprechen. Das ist ja eher Quatsch, so, weil jede Partei und jeder Politiker hat ja Positionen, die vertreten die auch ganz stark nach außen. Und ich glaube, das muss viel mehr in den Vordergrund rücken, damit Leute verstehen, wie funktioniert Politik eigentlich. Liebe Leute, ihr könnt da alle auch mitmachen. Das ist nicht so ein Ding, wo irgendwie ja, nur die Eliten mitmachen können. Hast du ein bisschen Angst, dass wenn du da so jung reinkommst, dass du auch Fehler machen wirst? Ich glaube, das ist nicht ausgeschlossen, dass ich Fehler machen werde. Ich glaube, das ist aber auch nicht schlimm. Und ich meine, es gibt ja auch in jeder Partei irgendwie dann Hilfe so von den anderen Leuten. Ganz viele Leute haben mir angeboten, ja, wenn ich jetzt Termine habe, willst du da nicht mal mitkommen, um so ein bisschen reinzuschnuppern? Soll ich dich mit zu Presseterminen mitnehmen oder willst du einfach irgendwie mal ein bisschen im Abgeordnetenhaus sein und bei mir im Büro sitzen oder so? Willst du irgendwie mit zu Plenarsitzungen kommen und dann kannst du dich oben mit hinsetzen und danach gehen wir einen Kaffee trinken und wir besprechen kurz, was da eigentlich passiert? Du wirst dann 24 sein, wenn dann die Legislatur wieder rum ist, wahrscheinlich, ne? Wird ja auf 5 Jahre gewählt. Ist ja eigentlich so eine Phase, in der viele Leute anfangen zu studieren oder eine Ausbildung vielleicht machen oder gerade abschließen oder reisen oder sich neu kennenlernen. Ja, man entwickelt sich ja auch in der Zeit super viel. Was wird es auf dich für einen Einfluss haben, dass du dann da währenddessen einfach mal eine Abgeordnete in einem deutschen Bundesland sein wirst, eine ganz andere Verantwortung hast in der Zeit als andere junge Leute? Ich will ja schon nebenbei auch studieren, also das ist schon ein Plan, dass ich das auch noch mitnehme. Man ist halt terminlich mehr gebunden. Man hat irgendwie mehr feste Termine, zu denen man erscheinen muss und man kann dann nicht sagen, okay, jetzt komme ich mal zu dem Ausschuss gar nicht. Ich glaube, man hat dann halt einige Freiheiten nicht, aber dafür hat man halt auch die Freiheiten, die andere Menschen in der Stadt da nicht haben. Also ich meine, viele Studenten können dann nicht abstimmen, wie irgendwie das nächste Gesetz zu Hochschulen oder so aussieht und ich kann das dann machen. Was hat dich damals motiviert, in die Politik zu gehen, sich einzubringen, mitzumischen? Das waren so ganz praktische Dinge. Ich war zuerst Klassensprecherin und dann bin ich in den Bezirksschülerausschuss und dann in den Landesschülerausschuss gekommen. Also wir hatten irgendwie, immer wenn wir im Winter Sport hatten, dann irgendwie der Schnee geschmolzen ist im Frühjahr oder halt im Herbst große Gewitter waren, dann war es immer so, dass in unserer Turnhalle Eimer standen, weil es von der Decke getropft hat. Das war nicht so besonders cool, um da drin Sport zu machen. Oder dass ich gedacht habe, okay, Lehrplan steht was zu sexueller Vielfalt. Warum wird das nicht unterrichtet, wenn das da drin steht? Dann habe ich mich da so ein bisschen auf die Suche gemacht und daraus wurde dann halt politisches Engagement. Ja, ich komme auf dich jetzt auch öfter drauf zu, ne? Dass du dann immer deine Meinung sagen musst. Ist das nicht langweilig? Oder? Also ich meine, wenn man sich so Phrasen zurechtlegen würde oder so, dann würde ich finden, dass es irgendwann langweilig wird. Nee, bisher habe ich zu dem Mittel nicht gegriffen. Genau. Jetzt bin ich gerade dabei, irgendwie eine Aktion für Pokémon Go-Wahlkampf zu planen und mache mir da gerade Gedanken, wie das gut funktionieren kann. Und wie funktioniert sowas? Meine Idee ist, einfach einen Stand zu machen, dass man dann aber halt Akku-Packs hinlegt, sodass Leute, die halt dann irgendwie Pokémon Go spielen, ihr Handy aufladen können, weil zieht natürlich auch viel Strom. So, ne? Und ja. Genau, dann wirft man da einfach Lokmodule hin. Es gibt ja die Funktion in dem Spiel, dass man Lokmodule kaufen kann. Ich glaube, die kosten 50 Cent pro Stück oder so. Und dann tauchen an der Stelle, wo man steht, Pokémons auf und das sehen dann alle anderen Spieler auf der Karte. Falls das funktioniert, dann würden ja die Leute direkt zu uns hinkommen und das wäre natürlich ideal. Bist du 100% zufrieden eigentlich, dass du bei den Grünen bist oder denkst du manchmal, ach, Linke oder Piraten oder SPD wäre auch geil? Ich glaube, bei jeder Partei hat man irgendwie Sachen, wo man denkt, ja, die Entscheidung hätte ich jetzt alleine persönlich so nicht getroffen, aber die Grünen stehen mir inhaltlich komplett einfach am nächsten. Freust du dich jetzt mehr oder hast du mehr, dass du jetzt denkst, oh krass, die nächsten 1,5 Monate wird heftig? Ich kann es noch nicht ganz so absehen. Ich glaube, die letzten 2 Wochen vor allem werden super hart. Die letzten 2 Wochen, da fängt ja gerade dann die Schule wieder an. Das heißt, die meisten Berliner sind dann auch wieder in Berlin. Ich glaube, da geht es nochmal Schlag auf Schlag. Ich habe die Befürchtung, dass ich wenig Schlaf bekommen werde. Nee, aber ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird ganz cool. Gut, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche auch viel Erfolg. Tschüssi. Tschüss. Danke nochmal. Ciao. Gut, das war jetzt das Interview mit June. Erfrischend junge Kandidatin, die wahrscheinlich bald euch im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten wird.
Sie wohnt in einem Bezirk, der vielleicht nicht eurer ist, aber ist relativ egal, weil sie ist Kandidatin auf der Liste und keine Direktkandidatin. Also wenn ihr die Grünen wählt, wählt ihr auf jeden Fall sie. Aber man muss natürlich auch sagen, was kann eine 19-Jährige denn in so einem Parlament verändern? Man weiß es nicht.